Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok, ihr Nichte, und heute soll es einmal darum gehen, warum Remedios Custodio, ich sag's mal so, so ist, wie sie ist und nicht anders sein kann, wie sie ist, nämlich fanatisch und weit, weit über die Grenze zur schieren Dummheit hinaus. Und warum Nea Braia leider mehr und mehr genau wie sie selbst wird. Und zuvor sage ich wie immer an dieser Stelle Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Fangs-Funktion. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Remedios Custodio war nie die hellste Kerze auf der Torte. Und genau genommen war sie eigentlich nicht mal qualifiziert, auf der Torte zu sein. Nicht mal als Tortenboden geht sie durch. Und der Grund, aus dem sie so ist, wie sie ist und handelt, wie sie handelt, ist, weil sie ein in sich selbst geschlossenes Weltbild hat, das man von außen nicht mehr verändern kann. Remedios Custodio hängt wie die überwältigende Mehrheit der Religion des Heiligen Königreiches an, die halt auf den vier Göttern der Erde, der Luft, des Wassers und des Feuers basiert, was ein starker Kontrast zu der Theokratie von Slane mit ihrem Sechs-Götter-System ist. Der Ursprung für diese beiden religiösen Strömungen scheinen hier jene sechs Spieler gewesen zu sein, die vor 600 Jahren in die neue Welt kamen und die die Menschheit in letzter Sekunde vor dem sicheren Tod bewahrt haben und ihr die Stufenmagie schenkten, als Mittel, um sich gegen die Monster dieser Welt erwehren zu können. Die sechs Spieler bestanden aus vier menschlichen und jeweils einem elfischen und einem heteromorphen Spieler mit einem untoten Avatar, genannt Sorshana. Und die vier menschlichen Spieler hatten die Elemente Luft, Erde, Wasser und Feuer assoziiert, während Sorshana für den Tod und die Finsternis und der elfische Spieler für das Licht und das Leben stand. Aufgrund der Tatsache, dass diese zwei Spieler aber keine Menschen waren, verstießen bis auf die Theokratie von Slane selbst, die aber behauptet, dass Sorshana und der Elfe halt Menschen gewesen sind, alle anderen Nationen über die nächsten Jahrhunderte diese zwei Menschen mit nichtmenschlichen Avataren, die sie fälschlicherweise für Götter hielten, aus ihren Pantheon. Und nur die vier menschlichen Spieler wurden weiterhin als Gottheiten verehrt. Und kein Mensch würde heute wissen, dass sie mal Spieler waren oder was Spieler eigentlich sind. Das hat natürlich zu vielen religiösen Konflikten mit der Theokratie geführt und Remedios steckte ebenfalls in diesem Glauben an die vier Götter fest. Mit anderen Worten, ihre religiösen Lehren sind gesetzt und werden nicht hinterfragt oder interpretiert. Und Remedios ist mit diesem Weltbild auch sehr gut gefahren. Sie ist ein Naturtalent in Sachen Schwertkampf und hat quasi ihr Gehirn oder was davon halt übrig ist und die Aufgabe des Denkens, des Taktierens und des Planens an ihre jüngere Schwester Kilat Custodio abgegeben. Und ihr fester Glaube gibt ihr einen unerschütterlichen Willen, selbst größte Strapazen und Schmerzen auf sich zu nehmen und unerbittlich für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und das schlägt sich auch in ihrer hingebungsvollen Loyalität zu der heiligen Königin Kalka Besaris nieder. Und Kalka ist aufgrund ihres Statuses als heilige Königin auch eine religiöse Autorität. Und damit ist ihre Position und sind ihre Gedanken und ihre politischen Forderungen auch für Remedios von persönlicher religiöser Bedeutung. Und es ist zwingend aus Sicht von Remedios, sich an ihren Worten zu orientieren und ihren Befehlen und Weisungen zu folgen. Und genau hier ist das Problem. Denn das wortwörtliche Befolgen von angeblich göttlichen Gesetzen und Regenten, die zwar komplett ehrlich sind und auch wirklich nur das Beste für alle wollen, stößt dann an die Grenzen, wenn die Realität nicht so funktioniert, wie religiöse Schriften es sagen. Mit anderen Worten, Remedios Starrsinn beruht darauf, nur das Richtige tun zu wollen. Und alle die, die nicht das Richtige tun wollen, sind halt entweder böse oder sie haben nicht verstanden, dass sie einfach nur das Richtige tun müssen, nämlich das, was die heilige Königin sagt, und dann wird halt alles gut. Dass ihr Glauben auf der Fehlannahme beruht, dass die sechs bzw. vier Spieler, die als ihre Ingame-Avatare in die neue Welt kamen, göttliche Wesen wären, das versteht Remedios nicht und könnte es auch nicht verstehen, selbst wenn die Spieler zurückkehren würden und es ihr sagen würden. Insofern ist für sie auch jede Abweichung von religiösem Dogma auch eine Sünde und ein Schritt Richtung des Bösen. Und genau deswegen ist Remedios so unflexibel und starrsinnig in ihren Ansichten
Und genau deswegen kann sie quasi mental schachmatt gesetzt werden. Denn wenn ihre Königin Remedios aufträgt, alles zu tun, um beispielsweise das Leben der Schwächsten der Gesellschaft, der Kinder zu schützen und ihr Leben auch während eines Krieges niemals zu gefährden, dann steht dahinter, aus Sicht von Kalka und aus Sicht von Remedios, natürlich nur die beste Absicht. Und ja, das ist auch wirklich so gemeint, dass man Kinder schützen sollte. Aber was, wenn die Kinder halt als Geiseln gehalten werden und von der gegnerischen Kriegspartei, die nun befiehlt, jedwede Kampfhandlung gegen sie einzustellen, mit dem Leben bedroht werden? In dem Falle kann Remedios nicht das Böse bekämpfen, ohne die Kinder zu gefährden, was sie halt nicht darf. Und die Kinder können nicht gerettet werden, ohne das Böse zu bekämpfen, was wiederum nicht geht, weil das die Kinder gefährden würde. Aber Remedios muss handeln und das Böse bekämpfen. Das ist ihre Aufgabe als Paladin. Mit anderen Worten, durch diesen Logikfehler in ihrem Glauben kann Remedios quasi wie ein Computer mental abstürzen und sich quasi mental aufhängen. Und das Ganze ist eine ziemlich eindringliche Warnung gegenüber Dogma und hat auch einen Bezug zur japanischen Gesellschaft. Denn genau wie in Deutschland mittlerweile üblich, sind Faxmaschinen und OLED-Projektoren halt das A und O, die waren schon immer da und die werden auch weiterhin genutzt werden, weil das hat man schon immer so gemacht. Und die gleichen Probleme haben auch viele japanischen öffentlichen Ämter und viele japanischen Firmen auch heute immer noch. Und es ändert sich halt nichts, obwohl Japan, genau wie Deutschland mittlerweile, in einer durchaus handfesten Krise steckt. Denn in beiden Ländern sind halt viele Unternehmen in ihrem dogmatischen Denken festgefahren und halten an dem fest, was bisher gut funktioniert hat, hinterfragen aber nicht, ob sie hier Fehler machen könnten, ob es irgendwelche internen Faktoren, ob es an ihnen selbst liegt, dass sie Probleme haben. Und in Japan mit einer sehr, sehr strikten gesellschaftlichen Hierarchie, wo die Jüngeren den Älteren zu folgen haben und sie nur aufgrund ihres Alters respektieren zu haben, da ist das Ganze noch einmal deutlich ausgeprägter. Mit anderen Worten, hier wird durch die Blume gedankliche Unflexibilität und ein starres Festhalten an offensichtlich gescheiterten Konzepten und Regeln kritisiert. Und Remedios Charakter hat also auch eine Metaebene, die die Probleme von Starrsinnigkeit und blindem Dogma aufzeigen soll. Aber es geht noch weiter. Denn das Traurige an dieser ganzen Geschichte ist, dass Nea Baraya, und das ist etwas, das im Diskurs über Overlord relativ selten erwähnt wird, dass Nea Baraya im Laufe der Geschichte und im Laufe ihrer Erfahrungen zu einer Art Remedios Custodio 2.0 wird. Lasst es mich mal kurz erklären. Als Remedios Custodio mit ihren Truppen Halt machte, den Angriff auf den Feind von einer eingenommenen Kleinstadt abgebrochen hat, als dieser damit drohte, die menschlichen und oftmals auch kindlichen Geiseln zu eliminieren, wenn sie nicht sofort die bis dahin sehr erfolgreiche Offensive einstellen. Und als Remedios, um ihren Eid, ihren Glauben, ihre Welt und ihr Selbstbild und natürlich die Kinder nicht zu gefährden, verzweifelt versuchte, eine Lösung zu finden, nachdem sie, wie gesagt, den Angriff abgebrochen hatte, der bis dahin sehr erfolgreich war, hatte sie sich ideologisch in eine Ecke gedacht und sah keinen Ausweg mehr und wurde deswegen extrem aufbrausend, unbeherrscht, wütend und zunehmend verzweifelt. Doch Nea Baraya im Verlauf der Geschichte gelangte an genau denselben Punkt und verhielt sich genauso wie Remedios. Denn als Ain Sol-Gur nach einem langen zähen Kampf gegen den Dämonen Kaiser Yaldabaoth scheinbar verlor, schwerst verwundet wurde und vom Himmel fiel und irgendwo in Feindesland, weit, weit, weit in den Hügeln Rebellions, die fest in der Hand des Dämonen Kaisers Yaldabaoth waren, aufgekommen ist, ergriff Nea Baraya dieselbe religiös angehauchte Panik, dieselbe Krise in ihrem Weltbild, dieselbe Verzweiflung, dieselbe Ohnmacht, dieselbe tobende und irrationale Wut, die Remedios nach dem Anhalten ihrer Offensive selbst an den Tag gelegt hatte. Das hier, das ist auch Nea Baraya nur ein paar Wochen später. Also auch wenn Remedios Custodio sich sehr dumm, irrational und engstirnig verhielt und deswegen auch zu Recht von der Community um Overlord herum verlacht und verachtet wird, schon alleine weil sie Nea Baraya so abgrundtief schlecht behandelt hatte und ihre Verzweiflung, ihren Wut und ihren Zorn quasi an ihr ausgelassen hat, so war Nea während dieses kritischen Momentes, als Ain Sol-Gur und vor ihren Augen aus dem Himmel fiel, der Mann, zu dem sie mit Bewunderung für die Lösung ihrer Probleme aufgeblickt hat, scheinbar scheiterte, in genau derselben religiös motivierten Panik wie Remedios.
Und ich will auch nochmal an dieser Stelle einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Eskalation relativ am Anfang ihrer religiösen Reise stand. Noch bevor sie massenhaft Leute konvertierte und auf jedem öffentlichen Platz predigte, dass eins Ulgon Gerechtigkeit sei und dass Schwäche Sünde ist. Und zur Zeit, am Ende von Staffel 4, zur Zeit, als die Hauptstadt von Rhaes Tees die Kriegserklärung vom Hexerkönigreich erhielt und zu ihrem Schrecken feststellte, dass auch das Drachen, das Zwerg und das Heilige Königreich unter anderem diesen Konflikt von der Seite eins Ulgons aus unterstützten, da war das Heilige Königreich scheinbar bereits zu weiten Teilen oder gar vollends von Nea konvertiert worden und Nea war bereits eine so zentrale religiöse Autorität, dass sie selbst, obwohl sie zur Zeit des Overlord-Films und der beiden Bänden, in denen das Heilige Königreich thematisiert worden ist, nur ein Knappe war und nicht mal ein vollwertiger Paladin geworden ist, diejenige, die mit ihrer eigenen Unterschrift unter so ein höchst wichtiges Dokument die Kriegserklärung von Eins Ulgrun befürwortete. Und damit stand sie in einer Reihe mit dem Regency Council, das den Zwergenkönig in seiner Abwesenheit vertritt, mit der Königin des Drachenkönigreiches, Draudilon Riculus, und mit dem Kaiser des Kaiserreiches, Jerkniff. Damit hat Nea wahrscheinlich noch einmal deutlich tiefer in das Remedios-Mindset sich hinabbegeben und sich dann stark in ihren Ansichten gefestigt. Mit anderen Worten, auch wenn uns als Zuschauer Nea halt extrem sympathisch ist, weil Nea Bereihe halt eins Fähigkeiten und seine Persönlichkeit aus unserer eigenen Sicht zumindest halbwegs wahrnehmen kann und sie damit quasi mental in eins Ulgon das sieht, was Janos und später auch Fubuki oder King aus One Punch Man darstellen und was sie sehen. Denn das sind halt mit die einzigen, die raffen, wie stark Saitama wirklich ist. Und Nea rafft halt, dass eins Ulgon noch eine andere Seite hat. Zumindest kommt sie da sehr, sehr nah dran. Und ich finde, das Ganze ist auch sehr, sehr gut geschrieben worden. Denn mit anderen Worten, um es mal an einem Beispiel festzumachen, während man normalerweise in diversen Anime erst den Protagonisten sieht und was er so kann und was er so nicht kann und was seine Probleme sind, bevor man dann eine Art dunklen Zwilling zeigt, bei dem aufgezeigt wird, was so alles hätte schieflaufen können, so haben wir in Overlord halt mit Remedios Custodio jemanden gesehen, zu dem Nea teilweise bereits jetzt geworden ist und später wahrscheinlich vollends werden wird. Und genau wie Remedios wird Nea nun die Worte und Handlungen eines Spielers für ein göttliches Gebot und die pure Gerechtigkeit halten. Auch wenn wir wissen, wie unsicher sich eins Ulgon halt selbst oftmals ist. So, und damit seid ihr an der Reihe. Was ist eure Meinung zu Nea Baraya und ihrer Beziehung zu Remedios und warum Remedios halt so ist, wie sie ist? Und, also dumm, und warum Nea Baraya, ich sag mal, auf dem besten Weg ist, in eine ähnliche Richtung abzudriften. Ich sage nicht, dass sie genauso wird wie Remedios Custodio, dazu ist ihr Cool halt doch über der Zimmertemperatur, aber trotzdem hat sie bereits dieselben inflexiblen Denkmuster gezeigt, die man auch bei Remedios findet. So, und damit endet auch schon dieses Video. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, schaut auf meinem englischen Kanal vorbei oder meinem englischen AI-Kanal, falls ihr mich nicht mit deutschem Akzent Englisch sprechen hören wollt. Und ich habe auch noch einen englischsprachigen Fantasy-Kanal, Link dazu ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Und damit sage ich Danke an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie besonderen Dank an AnimangaTV.de, Darden, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix mag dir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Nemasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiva Tiva, Toby CTZ, Krull Teppes, Hendrik Stresso, Yu Harichan, Al Bosner, Silberhand 234 und Dan. Danke, Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderbaren Tag.